Hallo zusammen, ich habe heute ein super interessantes Spiel von der Skat-Europameisterschaft mitgebracht. Eine echte Perle, ein Highlight. Das ist eins dieser Spiele, wofür ich Skat so liebe. Und ich habe es auch schon als Rätsel erfasst. Zwischendurch kam es raus. Die Reizung hat den Weg verraten. Ein bisschen vollmundig formuliert, denn ganz so leicht ist es trotz der Reizung nicht, hier zu einem Siegweg zu kommen. Gespielt von Eddie Seferovic, den kennt ihr auch schon aus den Rätseln, zweifacher Europameister. Der saß in Mittelhand mit folgender Karte, in Hinterhand übrigens Hartmut Seber, also ein namhafter Tisch. Und da kann auch nicht damit gerechnet werden, dass irgendwie grobe Spielfehler jetzt eingestreut werden. Eddie hat also folgende Ausgangskarte, möchte natürlich, wenn es geht, eine dunkle Karte finden und dann ein schönes Zwei-Farben-Spiel taufen, von daher auch mit der 10 zu drücken. Plausibel, dass er die Karte reizt. Vorhand geht noch mit und passt auf 27, hat also wahrscheinlich Karo gereizt. Das ist ja erstmal ganz unverdächtig, sage ich mal, und insofern dann doch etwas enttäuschend für Eddie, dass er jetzt wirklich so ziemlich Minimum findet. Herz 7 und Karo Dame. Jetzt hat er natürlich ein Problemspiel. Das ist schon klar. Wenn optimal gegengespielt wird, wird er wahrscheinlich kein Spiel gewinnen. Aber es ist ja mit verdeckten Karten, also gibt es schon Chancen. Erste Frage jetzt, Kreuz oder Pik? Ich sag mal so, den Kreuz finde ich schon plausibel, auch wenn der natürlich irgendwie darauf angewiesen ist, dass einem die Pik 10 hochgespielt wird. Eddie hat aber aus dem Bauchgefühl heraus wohl oder mit einem erweiterten Siegplan schon hier eine andere Idee gehabt. Er drückt ganz normal, sage ich mal, könnte auch sagen, treu doof. So, erstmal 13 Augen, das ist ja nicht immer das Schlechteste, und spielt jetzt hier den 5-Trümpfer Pik. Hat dabei natürlich Ideen, vielleicht sitzt die Kreuz 10 blank, vielleicht wird ein Herz geschnippelt und er kommt an das Herz Ass ran. Natürlich möchte er ein Karo, wenn es geht, volle stechen. Es gibt schon ein paar Möglichkeiten, aber in Mittelhand eben diesen hohlen 5-Trümpfer mit nur einem Seitenass, der muss dann auch schon ein wenig glücklich laufen. Das Spiel ging los mit der Herz 9. Eddie muss bedienen und in Hinterhand von Hartmut wurde direkt das Herz Ass rausgenommen. Da ist der erste volle schon mal weg, auf den Eddie so, sage ich mal, im Geheimen spekuliert hat. Jetzt geht's weiter. Herz 8, Herz Dame kommt zurück und das sieht natürlich ganz klar danach aus, dass hier vorne der Herz König zu dritt sitzt. Wir sind im zweiten Stich und ich frage, wie hat Eddie jetzt weitergespielt? Und das Spiel mit 61 Augen gewonnen, obwohl man den Gegenspielern kaum einen Vorwurf machen kann. Ja, ich frage euch hier halt schon nach diesem kompletten Plan. Das ist vielleicht das, was euch auch so ein bisschen wundert, aber anders geht es nicht. Es bildet sich jetzt hier schon so eine Idee und die sieht folgendermaßen aus. Wenn Vorhand bei der 27er Reizung, also vermutlich den Karo gereizt hat, noch Herz 9, Dame, König dabei hat, dann hat er wahrscheinlich nicht das Karo Ass an der Seite, denn dann hätte er wohl erst, dann hätte Vorhand erst auf 30 gepasst und den Herz ausgereizt. Also hat er vielleicht noch ein anderes Ass. Und überhaupt, wenn er die drei Herzen hat, aufgrund der 27er Reizung auch die beiden schwarzen Buben, und dann wohl noch sowas wie die Karo 10 zu dritt, dann muss er ja eigentlich auch noch ein weiteres Ass haben. Und das kann dann nur das Pik Ass sein. Also setzen wir mal die beiden schwarzen Buben und das Pik Ass zu Vorhand, ebenso wie den Herz König zu dritt und die Karo 10. Dann bleibt nur noch eine unbekannte Karte hier und das darf natürlich nicht noch ein vierter Trumpf sein, denn dann wäre Vorhand ja kreuzfrei. Es muss, wenn es geht, ein Kreuz sein. Und mit diesem Bild, mit dieser Idee kommt jetzt hier schon ein Motiv ins Spiel fürs Endspiel. Und das geht jetzt aber damit los, dass Eddie hier erstmal sticht. Und zwar nicht mit der Pik 10, denn er hat sich ja hier schon auf eine Verteilung, sag ich mal, festgelegt. Und es gibt auch nicht mehr viele Verteilungen, die du wahrscheinlich schlagen kannst. Deswegen interessant, dass man hier im zweiten Stich schon eine plausible Verteilung findet, die sogar noch zu schlagen ist. Und dann mit dem ganz tiefen Blick hier erst nur mit der Pik Dame sticht. Warum das nötig ist, sehen wir gleich. Jetzt hat Eddie also 19 Augen liegen und er spielt gar nicht Trumpf. Er geht direkt über sein Fehlass. Das muss sowieso laufen. Es läuft. Das sind jetzt aber erst 34 Augen. Da fehlt also noch eine ganze Ecke.
Und Eddie setzt mit Kreuz fort, spielt hier sogar die Dame, ist aber egal, diesen Stich wird er sowieso im Spielverlauf verlieren. Hier kommt Kreuz 10 und Vorhand, ehemals Vorhand, wimmelt natürlich, in dem Fall die Karo 10. So, gespielt wird Karo Lusche, Karo Lusche, das ist klar. Karte war ja jetzt ziemlich verraten, das ist aber nichts, was gestochen werden muss. Und jetzt kommt logischerweise von ehemals Vorhand der letzte Herz auf den Tisch, der siebte Herz, Herz König. Und jetzt wird mit der Trumpf 10 gestochen, im ziemlich sicheren Wissen oder in der Hoffnung, in der Annahme, dass Vorhand eigentlich aufgrund der Reizung die beiden Alten und das Trumpf Ass noch haben muss. Und deswegen ist es jetzt auch wichtig, dass die Trumpf 10 noch da ist und im zweiten Stich nur mit der Dame gestochen wurde, damit Hinterhand jetzt nicht überstechen kann mit dem Trumpf König. Und was passiert? Es wird tatsächlich untergestochen mit der Trumpf Lusche, denn die Verteilung war genau so wie analysiert und damit ist das ein stehender Sieg für Eddie, der hat jetzt nämlich 48 Augen und kann jetzt gegen Kreuz, Bube, Pik, Bube und Trumpf Ass einen roten Buben spielen und hat damit quasi ein unterschwelliges Gabel-Endspiel, also eine Gabel, ohne dass er dabei den höchsten Trumpf hat. Ich weiß gar nicht, ob man es jetzt Gabel nennen sollte. Auf jeden Fall kann er jetzt auf das Trumpf Ass warten. Natürlich versuchen die Gegner hier nochmal mit dem Zwischenzug das irgendwie an ihm vorbeizuschleusen, aber das funktioniert natürlich nicht. Und hier wurde dann auch korrekt der Karo König hoch festgehalten, was Höheres ist nicht mehr im Spiel. Unterstrich Eddie und dann Trumpf Ass im letzten Stich auf 61 Augen gerettet. Das ist doch mal eine absolute Perle. Im zweiten Stich der tiefe Blick, nur mit der Trumpf Dame einzustechen, um später nicht den Überstich durch den König zu verlieren und dann in dieses Endspiel mit den beiden roten Buben und einer Trumpf Lusche gegen die beiden Alten und das Trumpf Ass einzulaufen. Das, denke ich mal, ist perfekt. Und jetzt die Frage in die Runde nochmal. Bis wann hätten die Gegenspieler denn überhaupt dieses Spiel noch schlagen können? Dazu lege ich jetzt einfach nochmal die komplette Verteilung hin. So, hier kommt jetzt nochmal die Verteilung mit komplett offenen Karten. Auch schön zu sehen, Vorhand hat sowohl in Herz als auch in Karo jeweils 5 Trümpfe, aber wo er 27 hört, wird er nicht mehr rankommen. Da steigt er aus, er will sich auch beide Spiele offen lassen, je nachdem, was im Skat liegt. Mittelhand aus seiner Sicht tauft jetzt Pik und da hat Vorhand Kreuzbube, Pikbube und Pik Ass dagegen und öffnet das Spiel jetzt hier aus dem König zu dritt. Gut, mit der Lusche im Nachhinein wäre natürlich ein Bild glücklicher gewesen, aber das ist ja immer schwer einzuschätzen. Häufig ist das Ass ja bei solchen Mittelhandspielern dann auch beim Alleinspieler, also kein Fehler, ganz normal gespielt. Hinten schneidet nicht auf den Partner, sondern nimmt das Ass raus, auch korrekt, denn die Zehner sind logischerweise am häufigsten im Keller und der Partner hat meistens lang aus dem Drilling mindestens ausgespielt. Die Dame langt, hier rauf zu gehen. Und hier kommt jetzt schon der Einstich mit der Dame. An dieser Stelle ist das Spiel übrigens schon auf sicheren 60 Augen unterwegs und die Gegner haben nur noch eine ganz minimale Chance, das Unheil zu verhindern, was da auf sie zukommt. Und das allerdings ist genau jetzt der Fall im vierten Stich. Hätte der Spieler hier in Vorhand das Spiel noch legen können, wenn er jetzt diese Gefahr riecht. Die Lunte riecht im vierten Stich, dass sein Pik Ass, das Trumpf Ass mit den beiden Alten, dass das hier eine gefährdete Karte ist. Und wenn er jetzt nicht die Karo 10 schmiert, sondern hier im vierten Stich mit dem Pik Ass einsticht, dann geht die Karte auf 60 aus. Allerdings, Leute, mal im Ernst, wer kommt denn bitte auf sowas? Ich meine jetzt mit offenen Karten in der nachträglichen Analyse, es ist im Prinzip schon komplett zu erkennen, das muss man sagen. Herz 10 gedrückt ist zu erkennen, dass es nur ein 5-Trümpfer ist, lässt sich alleine daran erkennen, dass hier direkt über die Dörfer gegangen wird. Ein Stich mit Trumpf Dame,
zeigt natürlich, dass der Trumpf König hier beim Mitspieler sitzt und so weiter und so fort. Es lässt sich im Prinzip lösen, aber ich bin mir relativ sicher, dass 99,99% der Skatspieler hier diese Lunte eben nicht riechen und erstmal die Karo 10 schmieren. Der Zug sieht völlig korrekt und natürlich aus und damit ist das Spiel dann nicht mehr zu schlagen. Und das ist vielleicht einfach noch so das Zeichen mal auch an die Gegenspieler oder an euch. Vorsicht mit den Trumpfvollen, wenn ihr gegen die Profis spielt. Die haben immer so ein Auge und eine besondere Idee, euch am Ende so ein Trumpfvolles noch abzuluxen. Deswegen da also immer wachsam seid. Und dann könnt ihr manchmal auch den Topspielern mit so einem speziellen Zug nochmal ein Bein stellen. Dann hoffe ich, dass ihr das genauso interessant fandet wie ich, dass ihr den tiefen Blick von Eddie hier auch hinreichend bewundert und würdigt. Spielt es gerne in der App einmal nach und damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bis bald und wie immer, gut blatt.